Wir brauchen Curly Brush Pens. Ich habe jetzt hier die grauen. Ihr könnt natürlich auch eure Lieblingsfarben benutzen. Ihr könnt die Metallic benutzen. Ihr könnt aber auch die Pastell-Kollektion benutzen. Wonach euch eben ist. So. Eingetrudelt sind der Matti Metallic benutzen. Ihr könnt aber auch die Pastell. So, ich muss mal ganz kurz hier von meinem iPad den Ton ausmachen. Das habe ich versäumt. Also falls ihr da jetzt irgendwelche Störungen hattet, es tut mir leid. So, das ist jetzt auch erledigt. So, zurück zum Material. Ein Lineal wäre nicht schlecht. Ein Bleistift, dann dementsprechend noch ein Radiergummi. Ich werde jetzt heute mit dem Kugelschreiber noch zusätzlich arbeiten. Ihr könnt aber auch gerne den oder einen Füller nutzen. So, es ist ein Tag vor Heiligabend. Vielleicht hat der ein oder andere sich überlegt, er möchte vielleicht doch spontan noch ein paar lieben Nachbarn, der Oma oder doch der besten Freundin noch was Nettes in den Briefkasten werfen. Und deswegen machen wir jetzt heute so ein paar kleine Gutscheine, beziehungsweise eigentlich machen wir nur einen, aber ich zeige euch einfach ein paar Varianten, wie sowas aussehen kann. Und zwar habe ich welche mit einer ganz normalen Klappkarte hier gestaltet. Also hier steht ganz einfach vorne drauf Gutschein und innen drin habe ich das Ganze so ein bisschen unterteilt in drei Felder, damit man theoretisch zum Beispiel der Lieblingsnachbarin wirklich eine Freude machen kann, zum Beispiel für einmal Gartenarbeit im Sommer. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein, wie für sie einkaufen zu gehen oder mal für sie ein Mittagessen zu kochen. Ich denke, da gibt es viele nette Möglichkeiten, anderen Personen etwas Gutes zu tun, sie zu unterstützen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und da habt ihr jetzt zum Beispiel in so einer Klappkarte die Möglichkeit, zum Beispiel drei Stück reinzumachen. Ihr könnt es natürlich auch halb-halb teilen. Dann habt ihr zwei Positionen, die gefüllt sind. Hier oben ist noch reichlich Platz für den kleinen persönlichen Gruß. So, das ist jetzt mal so eine ganz kleine Idee mit einer A6-Karte. Ich habe hier aber auch noch ein bisschen was Größeres vorbereitet. Und zwar ist das jetzt eine Version in DIN lang, die man so nach oben aufklappt. Und dann wäre quasi hier oben noch ein bisschen Platz für den persönlichen Gruß. Und hier unten, ich hole euch noch ein bisschen raus, damit ihr das besser noch sehen könnt. So. Hier habe ich dann die Flächen auch immer in drei gleichwertige Teile unterteilt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Zitat noch mit untergebracht und hier einfach schon mal zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel gemeinsam kochen inklusive Abwasch oder ein Filmabend nach deinem Geschmack. Und wenn man das Ganze aufklappt, sind hier noch weitere sechs Felder für andere Ideen wie Babysitten oder ein Spaziergang, ein Filmabend, ein Serienabend. Ja? Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man seinen Liebsten in Form von Zeit, gemeinsamen Aktivitäten schenken kann. Und so ist der Gedanke von meinem Gutschein oder meiner Gutscheinidee für heute. Hier habe ich auch noch eine Variante in Kraftkarton für euch. Die habe ich jetzt zum Beispiel auch schon zusammengebunden. Ja, man kann dann das Schleifchen einfach ganz nett abziehen. Und hier ist selbiges Spiel. Ist auf der einen Seite wieder Platz für eine persönliche Nachricht. Und hier habe ich auch wieder die anderen Flächen schön gleichmäßig unterteilt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel zwei Zitate untergebracht, wie jetzt, also Zeit ist jetzt. Oder hier ein etwas größeres. Das schönste Geschenk ist die gemeinsame Zeit, denn keiner weiß, wie viel uns davon bleibt. Ja, fand ich jetzt ganz nett, auch zur aktuellen Zeit. Es ist, denke ich,
eine wunderschöne Idee. So, und auf der Rückseite, auch bei der anderen Karte, auf der Rückseite einfach nochmal ein kleiner Weihnachtsgruß. Es muss kein Weihnachtsgruß sein, aber man kann diese Gutscheinidee natürlich auch wunderbar später für Geburtstage oder andere Gelegenheiten nutzen. Dann kann man hier auch mal Happy Birthday oder alles Gute oder was auch immer oder viel Erfolg noch mit draufschreiben. Ich würde sagen, ihr zuckt euch jetzt mal ein DIN A4 Papier und ich überlasse es euch, ob ihr ein schwarzes, ein Kraftkarton oder ein weißes nimmt. Ich werde jetzt einfach wegen der besseren Sichtbarkeit und dass ihr einfach jetzt viel besser verfolgen könnt, was ich hier mache, auf Weiß arbeiten. Starten wir mal, ja. Also grundsätzlich fangen wir damit an, dass wir ein weißes Blatt uns ein bisschen unterteilen. Ich habe es schon gleich für mich genutet, damit es mir dann einfacher fällt. Und zwar gehe ich immer vom äußeren Rand her und mache eine Nut nach auf der einen Seite nach 9,5 cm. Und wenn ich das Blatt dann drehe, mache ich es von der anderen Seite bei 10 cm. Dann hat nämlich die der Deckel noch ein bisschen Platz, die anderen Seiten zu bedecken. Ja? Und so sieht das Ganze dann einfach aus. Und ich habe meine Karte, die dann später so aussehen wird wie diese hier. So. Und jetzt wird es ein bisschen mathematisch. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, schreibt sie mir gerne. Ich habe immer wieder einen Blick auf den Chat und gucke, was ihr so fragt oder nicht fragt. Ne? So, ich würde sagen, man fängt doch schön mit dem Titel an. Das Wort Gutschein kann man auf vielerlei Art und Weisen schreiben. Ich hatte vorhin ja drei Stück euch schon gezeigt, ja, hier ein bisschen sportlich, einfach nur mit Druckbuchstaben, vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich getrennt oder wirklich als schöne Schreibschrift, schön mittig gesetzt oder wie in dem roten Beispiel, es ist ein bisschen Gut und Schein versetzt, ist noch ein Herzchen mit drauf. Ich würde jetzt einfach so eine ganz simple Version nutzen für unseren Stream. Und dann suche ich mir natürlich auch schon gleich meine Farben. Ich mache jetzt eine Variante in ein bisschen weihnachtlichen Farben. Also ich habe das Olivgrün, ich habe Auberginen und ich habe noch das helle Grün. Zusätzlich werde ich auch mit den Grautönen arbeiten aus der neuen Grey Edition. Ich habe einen Bleistift zum Vorzeichnen, ein Lineal und auch ein Geodreieck. Und später werde ich dann auch noch ein bisschen was mit dem Kugelschreiber machen. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Wir fangen an und zwar schreiben wir erst einmal Gutschein auf den Titel. Ja? Also ich schreibe mir immer grundsätzlich gerne alles mit Bleistift ein bisschen vor, damit ich die Position noch habe, weiß, okay, wo soll es denn hin, wo will ich es denn haben und dann darf es schon losgehen. So, wenn man arbeitet, ist es manchmal geschickter, das Ganze wieder aufzufalten, damit sich da nichts wölbt und biegt und einen bei der Arbeit stört. So. Ein schönes G, ein U, so, ein S, ein C, so, Gutschein, so, da haben wir es schon. Wie hier auf der schwarzen Karte war das noch ein bisschen unterstrichen. Auch das simuliere ich mir hier noch schnell, damit ich weiß, dann später meine Linie nicht verliere. Und dann kann ich auch schon loslegen und es mit meinem Pinselstift nachschreiben. So, ich mache, denke ich, grün.
Es ist mal ein bisschen einfacher, das Blatt schräg zu halten. Ich nehme euch auch noch ein bisschen mehr mit. So. Und wie immer, wenn wir nach unten gehen, wird es ein bisschen kräftiger. Und nach oben lassen wir den Druck ein bisschen nach. Wenn ich nach unten gehe, drücke ich etwas mehr, nach oben etwas weniger, um den schönen Pinseleffekt auch wirklich auszunutzen. So. Wenn es quietscht, dann geht es dem Stift trotzdem gut. Es liegt am Papier, weil es so schön glatt ist. So. Und dann gehen wir in die Haarschleife. Nach oben noch ein Abstrich. Und wieder aufdrücken und wieder nach oben und wieder aufdrücken. So. Und schon steht der Gutschein. Noch der T-Strich. So. Wenn mir das noch ein bisschen zu einfach ist, gehe ich immer ganz gerne noch ein bisschen im oberen Bereich noch ein zweites Mal über die Buchstaben drüber und mache mir sowas wie so ein, eigentlich so einen kleinen Highlight-Effekt. Da wird einfach der Bereich ein bisschen dunkler und bringt noch ein bisschen Spannung und Struktur in den Buchstaben. So, das mache ich natürlich nur bei allen Abstrichen. So, wunderbar. Und den Strich darunter mache ich jetzt einfach schön in dem Auberginenrot. Ich gehe nicht durch die Buchstaben durch, sondern lasse da einfach einen Abstand. Und auch hier gehe ich nochmal ein zweites Mal drüber. In der schwarzen Version sind ein paar Sprenkler und ein paar Punkte drumherum. Das will ich jetzt natürlich hier auch ein bisschen machen. Hier dürft ihr wirklich ganz frei Schnauze einfach ein paar größere, ein paar kleinere Kleckse einfach zeichnen. Wir sprenkeln jetzt hier nicht mit Wasser drauf, aber so ein bisschen was darf dann noch dazu kommen. Das macht ihr einfach so, wie es euch gefällt. Aber achtet gern darauf, dass sich die Punkte ein bisschen unterscheiden in den Größen und in den Abständen. Genau, hier auf die andere Seite darf gern auch noch was. So. Jetzt weiß ich, was ich immer falsch mache. Danke dafür. Ja, ich weiß zwar jetzt nicht, was ich dir, womit ich dir geholfen habe, aber auf was du jetzt hier, was du damit meinst, aber es freut mich, dass ich dir weitergeholfen habe. Dafür sind solche Livestreams ja auch da, um dem einen oder anderen auf jeden Fall noch neue Impulse liefern zu können. So. Immer schön noch ein paar Pünktchen verteilen. Das ist dann schon so ein bisschen meditative Arbeit. Macht aber nicht weniger Spaß. So. Natürlich können wir auch noch ein paar Grüne dazu machen, damit sich die Farben auch einfach alle beide harmonisch wiederholen.
Habt ihr denn schon alle eure Weihnachtsgeschenke parat? Oder werden in der Tat noch ein paar Gutscheine morgen Vormittag gebastelt? So. Ihr dürft so viel punkteln, wie ihr wollt. Ich lasse es jetzt mal soweit gut sein und erkläre euch einfach mal die nächsten Schritte. So nehme ich euch noch mal ein bisschen mehr raus. Jetzt müssen wir das nämlich, ich hole noch mal das andere hervor, damit auf derselben Seite das Hohe Weihnachten stehen kann. Steht es, wenn man es aufklappt, auf dem Kopf? Ja, beachtet das bitte. Das heißt, ich drehe jetzt mein Blatt, auf dem ich arbeite, auch um. Jetzt ist Gutschein auf dem Kopf und hier kommt jetzt mein Weihnachtsgruß eben hin. So. An all. Alles an Geschenken erledigt. Ja, wunderbar, wenn die Geschenke schon parat sind. Dann ist es hier heute pure Entspannung oder Inspiration für den nächsten Geburtstag. So, hier kommt ein Frohe. Ruhe und das Weihnachten machen wir dann einfach ein bisschen sportlicher in Druckbuchstaben. Ja, auch hier muss nicht alles mit dem Lineal ausgemessen werden. Es ist mit der Hand geschrieben. Ich baue hier immer gern so einen Gag ein, dass ich mal ein E einfach klein schreibe und nicht groß, damit da einfach ein bisschen Spannung auch in so einem einfachen Wort mit Druckbuchstaben enthalten ist. Muss man natürlich nicht machen, darf man aber. So, jetzt machen wir das Frohe in Bordeaux. Ja, also wenn ihr mit dem Pinselstift schreibt, achtet bitte drauf, dass der Pinselstift wirklich waagrecht zu der Basislinie ist, denn nur so könnt ihr wirklich die volle Breite vom Pinselstift ausnutzen und habt auch so die bessere Kontrolle darüber, also mit Druck nach unten. Und unsere Schleife machen wir mit weniger Druck, gehen hier wieder mit Druck nach unten. Hier gehen wir mit Druck nach unten und wieder ganz leicht nach oben. Also bei mir ist jetzt natürlich die Kamera dazwischen. Normalerweise ist mein Blatt etwas näher bei mir. Dann geht das auch ein Stückchen besser. Aber das geht auch so. Und noch das E. So. Und das Weihnachten schreibe ich auch mit der Pinselspitze. Allerdings werde ich jetzt nicht aufdrucken oder eben nachlassen, sondern ich werde mich jetzt einfach für einen Druckpunkt entscheiden und werde den komplett durch das Wort durchziehen. Ja, also ich schaue mal, ah ja, so gefällt es mir ganz gut. Und dabei bleibe ich jetzt einfach und schreibe das Wort in der Stärke mit dem gleichmäßigen Druck einfach weiter. Das erfordert am Anfang vielleicht ein bisschen Übung, aber ist absolut möglich. So, frohe Weihnachten. Und auch hier mache ich noch einen kleinen Abschlussstrich und auch ziehe ich noch mal ein bisschen Schatten nach. Selbiges mache ich oben mit dem Frohe. So wie auf dem Titel beim Gutschein. So kriegt das Wort einfach noch ein bisschen Struktur. So. Auch hier könntet ihr natürlich noch ein bisschen was ausdekorieren, noch ein paar Pünktchen machen, noch ein paar Sternchen machen. Also das sind ja der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Ich mache jetzt hier vielleicht noch ein paar Sternchen hin, ein paar Pluszeichen. Aber natürlich könnte ich hier auch Zweige noch reinmachen. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, wie man so ein kleines Lettering noch ein bisschen weiter ausschmückt. So. Bei mir darf es jetzt so stehen bleiben. Wunderbar. Also wir haben den Titel und die Rückseite von unserem Gutschein geschafft. Ich stelle jetzt wieder das frohe Weihnachten auf den Kopf. Was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier, wenn wir es wieder falten, so, haben wir in der ersten Seite auch schon die ersten drei Gutscheine zu sehen. Das zeichnen wir uns jetzt natürlich zuerst ein. Also wir tun es jetzt mal falten. So, hier ist unser Gutschein, da ist unsere Rückseite. Wir machen es auf und hier kommen die ersten drei Flächen. Hallo Lettering on Air, schön, dass du da bist. Genau, ich klappe wieder auf, weiß aber, ich arbeite in diese Richtung. Mein Gutschein ist in derselben Schriftrichtung wie meine drei Felder, die ich jetzt mache. Und das frohe Weihnachten ist auf den Kopf gestellt. Wir haben es hier ganz einfach. Wir arbeiten mit einem DIN A4-Format. Was bedeutet, wir können, wenn wir zum Beispiel mit drei Feldern arbeiten möchten, 21, so ist die Breite von einem A4-Blatt, durch 3 sind 7. Das heißt, das haben wir hier ganz schnell uns markiert und wissen genau, wo wir unsere Linien zu ziehen haben. Ich mache das immer ganz gerne. Aber natürlich müssen es keine drei Felder sein. Wenn ihr sagt, oh, ich will lieber zwei, habt ihr die Möglichkeit, das natürlich zu halbieren und zu sagen, ich mache zwei gleichwertige. Ihr habt aber auch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich finde es asymmetrisch ganz schön. Ich mache hier einen kleineren Gutschein und mache hier einen größeren Gutschein. Ja, also da seid ihr einfach frei und könnt es so gestalten, wie ihr möchtet. Und jetzt ziehe ich mir einfach in diesen Flächen freihand einfach meine Rahmen. Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich zeige euch das einfach vielleicht nochmal. Hier habe ich den Rahmen einfach gepunktet. Hier habe ich ihn mit der Kali-Spitze, mit der breiten Seite, einmal in Grau und nebendran nochmal eine dünnere Linie gezogen. Hier habe ich den Rahmen mit Kreuzen gezeichnet. Hier sind es noch einmal auch Kreuze, hier sind es auch noch mal eine Doppellinie. Hier habe ich so eine Linie mit so kleinen Halbkugeln gemacht. Hier sind es einfach Querstriche, hier sind es andere Striche. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich solche Rahmen zu ziehen. Ja, also man kann die natürlich auch blümeln. Ihr könnt es mit Herzchen machen. Ja, also da ist eurer Fantasie und eurem Geschmack wirklich, da gibt es keine Grenzen. Seid mutig, probiert euch aus. Ich fange jetzt einfach mal an und nutze die Kali-Spitze. Dann zeige ich euch, wie ich das mache. So, ich nehme jetzt einfach die breite Spitze und ziehe da einfach freihand rüber. Ja, kein Problem, wenn du los musst. Das Video, ich habe es zu Anfangs gesagt, wird auf jeden Fall auf IGTV abgespeichert, auf dem YouTube-Kanal von Online-Schreibgeräte und auf deren Webseite. Also du kannst auf jeden Fall es noch nachholen, wenn du möchtest. So, und jetzt ziehe ich einfach meine Linien mit der breiten Spitze. Ich drehe mal ganz gerne das Blatt. Ihr könntet aber natürlich auch einfach den Stift drehen. Für mich ist das einfach die bequemere Variante. So, und weil ich es immer ganz gerne ein bisschen symmetrisch habe, mache ich jetzt das rechte Feld genauso.
So, mit der breiten Fläche einfach aufs Papier aufsetzen. So, und dann geht es weiter in die andere Richtung. Einfach die breite Seite aufsetzen und durchziehen. Ach, freut mich, dass es euch gefällt. Ja, sehr gerne. Ich habe mir auch gedacht, Mensch, so Gutscheine für ein bisschen Zeit, für ein bisschen besondere Zeit, sind eine nette Idee. So, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Rahmen gepunktet oder gestrichelt haben möchte, zeichne ich mir da auch gerne noch so ein bisschen meine Rahmen vor, damit mir da, wenn ich einfach so kleinteilig arbeite, das Gesamte nicht ein bisschen wegrutscht. Und dann nehme ich jetzt auch die Kalispitze vom Roten diesmal und gehe einfach von meiner Linie weg und ziehe mir einfach so kleine Striche weg. So. Das darf gern ungleichmäßig sein, auch in der Länge, in den Abständen. Das ist handgemacht, das darf man sehen. So. Meine Kalispitze ist da an der einen Seite ein bisschen, ich will gar nicht sagen ausgefranst, aber ich bin anscheinend irgendwo hängen geblieben. Und jetzt gibt es bei mir nochmal ein ganz spezielles, besonderes Muster, was ich so gar nicht beabsichtigt hatte. Aber es sieht so aus wie die neue Twin-Spitze so ein bisschen. Also wenn ihr die habt, die ist natürlich auch mega gut, um solche Rahmen zu gestalten, weil da muss man nämlich nicht doppelt zeichnen und ziehen, sondern kann das wirklich auf einmal machen. So, jetzt wechsle ich ein bisschen und mache zum Beispiel jetzt hier in die Ecken einfach mal noch drei Punkte. Nachdem ich hier außen auch ein bisschen mit Punkten gearbeitet habe, mache ich jetzt hier einfach auch noch welche hin. Ja, in der Tat, ich muss diesen Punkt, diesen Fransen, den ich da produziert habe, einfach abschneiden. So, und dann habe ich schon meine ersten drei Flächen für den Gutschein gestaltet. Und dann werde ich es einfach nochmal überprüfen. Gutschein, Gutschein aufklappen, Rückseite. Passt perfekt. Eine Seite, die ersten drei Seiten sind quasi vom Gutschein schon fertig. Ja? Jetzt, wie anfangs schon erzählt, ich würde die obere Fläche einfach für einen persönlichen Gruß freilassen. Da werde ich jetzt nichts gestalten. Könnte man aber natürlich, wenn man sagt, man möchte in der Mitte den Gruß haben, kann man natürlich oben und unten seine Flächen füllen. So, und ist selbiges Spiel wie auf der Ja, schön, wenn du zufrieden bist mit den Produkten und der Kooperation. Dann sind wir doch alle auch zufrieden und glücklich. So, wunderbar. Wir zeichnen weiter. Wir bleiben bei unseren 7 Zentimetern. Da hat sich nichts geändert. Außer ihr möchtet natürlich andere Flächen haben. Dann sieht das natürlich bei euch dann anders aus. Einfach eine ganz zarte Linie ziehen, damit man sich orientieren kann. So.
Und dann würde ich sagen, wird schon gleich weiter mit Linien gezogen. Ich schnapp mir jetzt wieder grün. Hier nehme ich jetzt auch die Kali-Spitze, gehe aber nicht mit der breiten Seite und zeichne, sondern ich nehme mir wirklich die Kante, damit ich eine sehr dünne, fast Feinliner leichte Linie ziehen kann. Die ziehe ich jetzt relativ außen an meiner Fläche, weil ich innen drin auch noch mal eine reinzeichnen werde. Und damit es bei mir schön symmetrisch bleibt, kommt auf die unteren Seiten rechts und links dieselbe Gestaltung. Müsst ihr aber nicht machen. Ihr könnt auch, wie in dem einen Beispiel von mir gezeigt, jedes Feld komplett neu und anders gestalten. So. Jetzt schnappe ich mir gleich noch die rote Spitze. Jetzt mache ich nach innen einfach mit einem kleinen Abstand. Muss ich gucken, dass ich die richtige Seite nehme. Und ziehe mir eine zweite Linie. Wenn das mal alles nicht so gerade ist, bin ich absolut fein damit, weil es ist von Hand gezeichnet. Wer sagt, oh, er kann gar nicht damit leben, nehmt euch einfach ein Lineal zur Hilfe. Dann seid ihr sicher, dass alles super waagerecht, super gerade ist. Ich mag das gern, wenn man sieht, dass es so ein bisschen gedudelt ist. Und der letzte Strich. So, jetzt mache ich hier oben nochmal zwei gepunktete Varianten. Dazu zeichne ich mir meinen Kasten hier nochmal vor, damit ich weiß, welcher Linie ich folgen muss. Und auf der rechten Seite mache ich selbiges. So. Dazu nehme ich jetzt die rote Spitze und gehe hier wirklich mit, also nicht frontal, sondern ich nehme es ein bisschen schräg, deswegen wird es nicht 100% rund, aber so schone ich meine Spitze. Wenn ich so frontal richtig von oben drauf gehen würde, hätte ich ein bisschen Sorge um meine Spitze. Deswegen mache ich das so ein bisschen von der Seite und weiß genau, ich schade meinem Stift gar nicht. Ja, und jetzt fahre ich einfach meine Bleistiftlinie so ein bisschen nach von allen Seiten. So, auch hier dürft ihr wirklich mit den Abständen variieren. Es muss jetzt nicht millimetergenau ausgearbeitet werden. So. Und auf der anderen Seite mache ich dasselbe. So, dann haben wir nämlich gleich die Fleißarbeit geschafft und können uns um den Inhalt kümmern. So, ihr könnt natürlich auch alles super bunt machen und jedes Kästchen auch in einer anderen Farbe. Ja, ich zeige euch gleich das Ganze noch einmal, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. So, du bist neu dazugekommen. Ja, also auf jeden Fall, wenn du es nochmal nachschauen möchtest, der Workshop wird aufgezeichnet. Also, wir klappen nochmal zusammen
haben hier unseren Gutschein, klappen einmal auf, haben hier die Fläche für unseren persönlichen Gruß. Hier haben wir schon unsere drei Flächen gestaltet. Und hier haben wir jetzt noch einmal uns ein paar Flächen gezaubert. Damit es nicht so langweilig wird, mache ich jetzt hier keine Punkte, sondern mache jetzt hier final nochmal eine, und da draußen habe ich sie grün nochmal mit Rot, mit der breiten Kali-Spitze. So. Dann haben wir nämlich hier auch unsere sechs Felder fertig und können uns der Ausgestaltung widmen. So sieht's aus. Ja, das wären mehrere Gutscheine. Ich zeige vielleicht noch mal kurz das von das Muster. Also hier ist jetzt zum Beispiel schon einer ausgefüllt. Hier sind sogar schon drei ausgefüllt. Beziehungsweise hier in der Mitte hatte ich einen Spruch platziert. Das würde ich jetzt hier genauso machen. Ihr könnt natürlich viel mehr Sprüche rein platzieren. Ihr könnt Kraftworte, ihr könnt noch liebe Wünsche mit dazu schreiben. Aber es ist praktisch in einer Karte mehrere Gutscheine rund um das Thema Zeit, jemand anders Zeit schenken, gemeinsame Zeit verschenken. Genau, das ist so ein bisschen die Grundidee des Ganzen. So, hier machen wir jetzt unser Zitat rein. Ich bleibe dabei, Zeit ist jetzt. Ihr könnt natürlich auch ein ganz anderes nehmen. So. Also auch in den Flächen gehe ich so vor, wie wenn das quasi meine ganz große Karte wäre. Auch hier mache ich mir ein Kreuz rein, damit ich weiß, wo meine Mitte ist. Das messe ich jetzt natürlich nicht aus. Das mache ich jetzt so Pi mal Daumen, damit ich weiß, wo bin ich denn eigentlich. Meine Zeit schreibe ich in großen Druckbuchstaben hier rein. So. Ist. So. Und das jetzt mache ich auch noch in Schreibschrift. So. Vielen, vielen lieben Dank für deine lieben Wünsche. Ja, ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Und ja, schön, dass du dabei warst. Ja, ich radiere dann anschließend, wenn ich mit meinem kompletten Layout fertig bin, radiere ich erst jetzt. Ja, ich möchte nicht, dass ich mir irgendwelche Pigmente verschmiere. Und bevor ich jetzt dann ständig kontrolliere, ist jetzt alles trocken, mache ich es wirklich so, dass ich warte, bis alles fertig ist. Und dann gehe ich wirklich Seite für Seite drüber und radiere alles nacheinander weg. Genau, da hatte ich ein Herzchen, da mache ich jetzt natürlich auch wieder mein Herzchen dazu. Wer den Anfang verpasst hat, darf gerne nachschauen. Es wird alles aufgezeichnet. Es wird alles abgespeichert. So, die Zeit schreibe ich jetzt mit der breiten Kali-Spitze. Da gehe ich einfach mit der Spitze meine vorgezeichneten Buchstaben nach. Wem es einfacher fällt, der kann auch einfach erstmal alle so quer schreiben, das Blatt dann drehen und dann auch wieder nur die Querstriche ziehen. Für wen das einfacher ist, der darf das gerne so tun. So, und dann mache ich noch mit der Kante meine kleinen Serifen dran. Wer kein Serifenfreund ist, lässt die einfach weg. So, jetzt zücke ich zum ersten Mal eins von den Grautönen, und zwar ein relativ dunkles. Und auch hier schreibe ich einfach mit der Kali-Kante mein Ist. Und zum Jetzt greife ich wieder zum Pinsel, zur Pinselspitze. Und wenn ich nach unten gehe, drücke ich etwas auf. Wenn ich nach oben gehe, lasse ich den Druck nach. Wann ich das fertige Video hochlade, also auf IGTV, ist es dann sofort kurz nach 8, sobald ich hier fertig bin.
Es ist dann gleich verfügbar. Ich gehe davon aus, dass die anderen eventuell etwas dauern, weil ich mir nicht sicher bin, wie lange das Office-Team morgen bei Online-Schreibgeräten noch arbeitet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie schnell es auf YouTube ist. Aber es ist definitiv sofort kurz nach 8 hier auf IGTV zu sehen. So. Jetzt haben wir schon mal ein erstes Zitat fertig und jetzt gehen wir rüber und machen uns einen ersten Gutschein. Ja? Auch hier zeichne ich mir wieder so ein bisschen mein Layout-Kreuz, damit ich die Mitte weiß. Und jetzt bleibe ich einfach bei meinen Ideen, die ich vorher auch schon hatte. Gemeinsam kochen inklusive Abwasch. Kann natürlich inklusive Einkaufen sein. Man kann reinschreiben, gemeinsam asiatisch, italienisch, fränkisch kochen. Also je nachdem, man kann schreiben, wir kochen gemeinsam dein Lieblingsgericht. Also es gibt zig Möglichkeiten, wie man seine Gutscheine ausformulieren kann. Natürlich immer auf die Person, die beschenkt wird, abgestimmt. So, und jetzt schaue ich hier, dass mein Kochen relativ in der Mitte bleibt. Auch das wird in Großbuchstaben sein. Und auch hier darf man ein bisschen variieren in den Größen, zum Beispiel von den Vokalen. So, das gemeinsam. So, inklusive Abwasch. Also ihr müsst euch das natürlich auch nicht alles vorschreiben. Ich mache das immer ganz gerne. So weiß ich, wo ich bin. Und die Zeit nehme ich mir immer gerne, weil jetzt habe ich mir schon so viel Mühe gemacht, Titel, Blatt zu gestalten und die Rückseite und alles vorzuzeichnen. Ich möchte jetzt einfach verhindern, dass ich mir jetzt irgendwelche Rechtschreibfehler reinmache oder vielleicht ich mit dem Layout nicht zufrieden bin. Deswegen schreibe ich einfach ganz gerne die Sachen vor. So, wir machen ein Kochen in einem schönen Grün. Auch hier arbeite ich jetzt mit dem Pinsel, mit der Pinselspitze, aber mit gleichbleibendem Druck. So, und auch hier habe ich das O und das N, wie beim Weihnachten, auf der Rückseite in Kleinbuchstaben geschrieben. Und jetzt sind wir hier schon relativ klein von der Größe her. Ich könnte jetzt natürlich mit der Kante von der Kali-Spitze schreiben. Ich nehme jetzt aber trotzdem den Kugelschreiber. Da bin ich einfach sicherer in der Führung. Die Kali-Spitze ist schon ganz gut, aber bei dieser Größe möchte ich dann doch auf Nummer sicher gehen. Und deswegen schreibe ich das jetzt auch wirklich mit dem Kugelschreiber. So. Aber obwohl ich mit dem Kugelschreiber schreibe, gebe ich mir äußerst Mühe, trotzdem die Regeln vom Handlettern zu befolgen, damit es ein schönes Schriftbild wird und nicht meine übliche Handschrift. So. Inklusive Abwasch. So, mal schön Zeit lassen beim Ausschreiben. Nicht zu schnell werden, nicht zu hastig. So. Und jetzt könnte man auch noch mal eine andere Verzierung ausprobieren. Ich mag zum Beispiel auch sehr, sehr gerne die Tropfen. Und dann mache ich jetzt hier einfach noch ein paar Tropfen hin. So.
Was sind die Regeln vom Handlettern? Also ganz kurz ein Mikro-Exkurs. Ich zeige euch jetzt nicht alle Regeln vom Handlettern, aber vielleicht interessiert es wirklich den einen oder anderen auch mit. Und zwar egal, mit was ich eigentlich schreibe. Der Unterschied von meiner normalen Handschrift ist, also wenn ich jetzt mal Hallo schreibe, in meiner Handschrift sieht das so aus. Ja, es geht davon, wir schreiben von links nach rechts, wir schreiben schnell. Wir gucken, dass wir irgendwie unsere Buchstaben nacheinander bekommen. Und es ist eigentlich eher so die Regeln, die wir in der Schule gelehrt bekommen haben. Ja, wenn ich jetzt ein Hallo Letter, Regel Nummer 1 ist, ich setze ab. Ja, also ich habe jetzt noch nicht mal ein H geschrieben, ich habe nur eine Schlaufe geschrieben, setze ab und hole jetzt unten wieder Schwung und setze neu an. Ja, jetzt könnte ich auch gleich übergehen und mache wieder eine Pause und geht dann in mein A über. Ja, ich könnte jetzt hier wieder ansetzen, nochmal nach oben gehen, nochmal mein L holen und mache hier wieder eine Pause, gehe nochmal hoch. Also ich forme einfach meine einzelnen Buchstaben deutlich langsamer und lasse mir Zeit, um sie zu konstruieren eigentlich beim Schreiben. Ja, das einfach so als ganz, ganz kleiner Exkurs. Ja, und wenn wir zum Beispiel Brushlettern oder Vokalligraphie machen, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir genau wissen, was ist ein Abstrich und was ist ein Aufstrich. Ja, also ein Abstrich ist ein Strich, der immer nach unten geht. Ja, und ein Aufstrich ist einer, der nach oben geht. Und diese Abstriche, die werden dann in der Vokalligraphie oder beim Brushlettern betont. Also ich setze bei der Vokalligraphie einen zweiten Strich nebendran, fülle den aus und habe dann quasi den Effekt von einer Feder, von einem Pinsel. Und wenn ich einen Pinselstift nehme, ist es genauso. Wenn ich nach oben gehe, bin ich dünn. Und wenn ich nach unten gehe, drücke ich auf die Spitze auf, setze wieder ab, gehe wieder sanft nach oben und gehe wieder mit Druck nach unten und gehe wieder sanft nach oben. Das einfach so als mikrokleine zwischendurch Exkurs, weil die Frage kam. Also auch wenn wir in solchen Gutscheinen mal mit einem Kugelschreiber oder einem Fineliner schreiben, schreiben wir nicht, sondern wir lettern, also wir formen, konstruieren und zeichnen unsere Buchstaben auch weiterhin. So, jetzt machen wir hier noch auf der linken Seite geschwind einen schönen Filmabend. Und auch hier bleibt es dabei. Ich mache mir erstmal ein Layout-Kreuz. Und werde jetzt hier relativ groß mein F positionieren, denn der Filmabend ist schon wichtig. Also das Wort Film ist mir in diesem Fall wichtig. So. Und das Abend packe ich hier dazu. Ja, also würde ich ganz gerne beim B doch ein bisschen höher gehen, damit man auch erkennt. Das heißt, ich muss hier meinen Bogen ein bisschen korrigieren. Was nicht schlimm ist, deswegen habe ich es ja mit Bleistift vorgezeichnet und habe jetzt hier die Möglichkeit, noch ein bisschen zu korrigieren. Und hier kommt dann drunter nach deinem Geschmack. Denn jeder hat ja doch einen anderen Filmgeschmack. Und wenn man der Person schon was schenkt, dann darf es ja nach ihrem Geschmack sein, inklusive Smiley. So, jetzt machen wir das Film in einem schönen Bordeaux. Ja, dieses Quietschen ist absolut normal, wenn der Pinselstift über ein glattes Papier geht. Und auch hier habt ihr gesehen, ich habe das zwar als einen Bogen gezeichnet, aber jetzt setze ich ab, kann nochmal meine Stifthaltung korrigieren und gehe mit Druck nach unten
Im Scheitelpunkt wende ich, gehe sanft nach oben, ohne Druck. Und jetzt gehe ich mit Druck wieder nach unten. Und ohne Druck gehe ich jetzt in mein M hier nach unten. Mit Druck nach oben, ohne. Und noch einmal. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt hat sich durch die Breite einfach von dem Stift mein Wort einfach noch ein bisschen verbreitert. Das ist aber absolut in Ordnung. Das ändert ja nichts an meiner Gesamtkomposition. Ja. So, mache ich es jetzt grün oder mache ich jetzt grau? Ich denke, ich bleibe beim ursprünglichen Layout und mache den Abend grau. Ja, also ich setze auch beim A an. Gehe mit Druck nach unten, ohne Druck nach oben, mit Druck nach unten. Gehe hier ohne Druck nach oben, mit Druck nach unten. Gehe von hier unten wieder hoch, mit etwas Druck. Mache meine Schleife ohne. Ins N. Und so arbeiten wir uns wirklich Buchstabe für Buchstabe durch. So, und jetzt kommt noch nach deinem Geschmack, und auch das kommt, schreibe ich mit dem Kugelschreiber, weil es doch relativ fein ist. So, nach deinem Geschmack. Ja, ich zeige euch gleich alles. Ich werde jetzt innen drin keine weiteren Gutscheine mehr mit euch ausgeschalten. Ich zeige euch jetzt einfach nochmal alles im Überblick. So. Ich zoome raus. Und so sieht es im Ganzen aus. Gutschein. Der Gruß, das ist praktisch unsere Rückseite, steht in diesem Fall auf dem Kopf. Und hier oben haben wir unsere ersten drei Gutscheine oder Felder. Wenn ich das Ganze umdrehe, habe ich hier oben ein leeres Feld für meine Grüße, für meine persönliche Widmung oder für was auch immer. Ich kann da auch noch ein Foto von mir einkleben und habe dann noch einmal 6 Felder, die ich frei gestalten kann. Mit Zitaten, mit Gutscheinen, mit Wünschen, mit was auch immer. Eingeklappt sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt die querformatige Variante. Ich hatte zu Beginn auch noch mal eine in Hochformat gezeigt. Die hole ich jetzt vielleicht schnell noch mal her für diejenigen, die das vielleicht noch mal sehen wollen, habe ich das Gutschein ein bisschen sportlicher geschrieben. Und dann geht es in die Richtung auf. Und dann geht es in die Richtung auf. So sind meine Gutscheine dann ein bisschen querformatiger. Und die Karte ist aber auch hochkant. Also es gibt zig Möglichkeiten, sich solche Gutscheine zu gestalten und auch zu unterteilen. Seid da echt kreativ und ich bin sehr gespannt, was für schöne Farbvarianten ihr euch überlegt und was da so verschenkt wird. Habt ihr soweit noch Fragen zu dieser Gutscheinkarte? Für alle Ungeduldigen, bitte wartet mit dem Radieren, bis ihr fertig seid, damit ihr euch nichts verschmiert. Hast du die Buchstaben alle als ganzes Alphabet geübt oder überlegst du, was gut zusammenpasst? Also grundsätzlich macht es schon Sinn, mal ein Alphabet ein-, zweimal durchzuschreiben. Aber ansonsten bin ich wirklich Freund von, man lernt mit dem Tun, man lernt mit seinen echten Projekten. Deswegen zeige ich euch auch immer wirklich, wie man sich solche Kompositionen auch wirklich vorab mit dem Bleistift vorskizziert. Denn mit dem Bleistift kann man immer noch wegradieren und kann noch ein bisschen was korrigieren, wenn man noch nicht sicher ist mit dem
dem einen oder anderen Übergang, ja. Es wird immer so sein, dass man einige Buchstabenübergänge einfacher formt und die anderen bereiten aber vielleicht noch 2-3 Mal Probleme. Und deswegen nutzt wirklich einen Bleistift zum Vorzeichnen, bis ihr euch sicher seid, beziehungsweise wenn ihr sagt, okay, ich schreibe ja sowieso nur 2 Worte auf eine Karte, dann ist vielleicht die Position nicht ganz so wichtig. Hier ist es schon wichtig, dass irgendwie alles an Ort und Stelle ist, so wie man sich das selber vorstellt. Und deswegen ist wirklich mein Tipp, nutzt einen Bleistift. Es macht einen immer ein bisschen glücklicher, weil man da einfach noch was korrigieren kann und das Endergebnis trotzdem zufriedenstellen wird. Also wie gesagt, radieren bitte zum Schluss. Und was kann ich euch jetzt noch erzählen, wenn es keine Fragen gibt? Auf jeden Fall dies, dass es nächste Woche weitergeht. Und zwar wieder mit mir, also diesmal nicht mit Andrea. Andrea macht Winterferien. Ich bin nächste Woche und übernächste Woche für euch da, also auch am 6. Januar. Nächste Woche machen wir ein Blending. Ich werde mir einen schönen Spruch zum Thema Glück fürs neue Jahr überlegen. Und am 6. Januar machen wir zusammen ein ganz, ganz kleines DIN A7 ist es sogar, kleines Mini-Album, was mit so einem Band verbunden ist. Aber da bekommt ihr auf jeden Fall die Infos rechtzeitig. Also die nächsten 2 Mittwoche gehören auch noch uns. Danke für die tollen Ideen. Bleibt alle gesund und schöne Weihnachten. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich euch natürlich auch. Habt ein paar ganz tolle, besinnliche, ruhige, entspannte Feiertage mit euren Lieblingsmenschen. Genießt die Zeit zusammen. Und ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Lasst es euch gut gehen. Und habt noch einen zauberhaften Abend.